Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. So, hier gucken wir mal ganz kurz rein. 30.000, 18 Minuten sind noch zu spielen. Und dann geht's los gegen Deviant Behavior. Die Zeit bleibt mir nicht mehr. Dann schauen wir mal, dass wir das Ding hier... Ah, das gewinnen wir sowieso. Frage ist, wie hoch? Das wäre eine gute Option. 35 wäre auch eine gute Option. 41 ist aber besser. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Sind 41, jawohl. Flag Football. Oh ja, Mann. Damit ist das Ding hier auf jeden Fall gelaufen. Das kann ich jetzt einfach mal durchskippen. Da passiert gegen Zenek jetzt nichts mehr. Eigentlich müsste eine glatte 100 bei rauskommen. Na gut, der Punch kam jetzt nochmal. 99. Ah! See this cuddly, I can do whatever I want. 99. Damn. Again. No. 1000. Okay. Machen wir mal weiter. Und dann haben wir hier Mushroom Head. Ah. Sollte eigentlich relativ einfach sein jetzt hier, okay, ja, das ist, also den könnte man spielen, machen wir aber nicht, wir machen hier den Hip-Hop-Bob und wie wir sehen, kann ich jetzt auch schon die Automatik reinmachen, da brauche ich sonst nichts mehr, da passiert nichts mehr. So, Mushroom Head jetzt wirklich mit einer glatten 100. Okay, so, jetzt haben wir noch übrig 8 Matches. 8 to go. Ja, Mann! Und dann schauen wir mal rein, was dabei rauskommt. So, Noobies. Alles Noobies. So, 1934, was haben wir da? 28? Ja, machen wir das. 33. Und dann sollte da nicht mehr viel übrig bleiben. Dann machen wir hier, naja, genau, den Bob und die Blurns Ball. Ist auch eine schöne Kombo. Ist nämlich das schmierige Skadooch. Und der schmierige Skadooch ist auch eine Sportkarte. So, und momentan haben wir jetzt nur noch den Sportbuff 96. Educated ist ja weggefallen. Jo, und ja, ist aber auch Swole Club wieder. Ist geil. Freue ich mich auch riesig. Fast das Doppelte hier geholt als die da. Hipster! So, dann gucken wir doch mal beim Hipster. Hipster, Hipster, Hipster. Das war die Freezer Dome. Ich mach das jetzt erst einmal so. Dann gucken wir mal, was kommt. Ah. Na gut, dann machen wir es eben so. Und dann pushe ich noch von der Seite. Und dann haben wir jetzt eigentlich genug Schaden zusammen. Um das Ding mit einer glatten 100 auch wie... fast vorbeigezogen. Eine glatte 100. Jammer! Geil. Echt nice. So. Noch 6 übrig. So. Dann schauen wir mal. Brandon K1065. Und dann haben wir hier die Horse Rider Tina. Oder? Macht am meisten Sinn. Na gut, das könnten wir auch machen. Es ist vielleicht jetzt doch nicht so das Optimalste. Was wäre, wenn ich hier... Moment mal, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wenn ich das jetzt so rummache, dass ich da diesen Chef Cat Bridge Dingsbums da, dann machen wir hier... Snot Rocket mit dem Peter, um Chicken Fight rauszubekommen. Und dann machen wir die Blurns Ball. Blurns Ball mit dem schmierigen Skadooch. Jetzt ist die Frage, hitte doch bitte einmal richtig. Jawohl, sehr nice. Das war jetzt natürlich ein bisschen auf Glück gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber manchmal muss man auch mal ein bisschen Glück haben. So, jetzt haben wir das Ding hier mit einer glatten... 96. Einmal ist noch Schaden gewesen. Okay, 96 haben wir es geschafft.
Gut. Hätte auch ein bisschen nach hinten losgehen können. Aber gut, man muss es halt auch mal probieren. So. Manchmal kann man ja auch mal Glück haben. Real Dave Cran. Real Dave Cran. So. Betrunkene. Das ist alles. Was hat jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass was Gescheites bei rauskommt? Das wäre entweder der Bender oder der Hank Hill. Komm, dann machen wir hier den Bender-Boy jetzt erstmal. Der Bender-Boy war ja schon vor kurzem mal als Combo Mastery da gewesen, aber dann hätte das Ding tatsächlich 500 Gems gekostet. Da hatte ich jetzt dann tatsächlich doch keinen Bock drauf gehabt, so viel dafür zu bezahlen. 500 Gems für eine einzige Combo. Nö, Morginet. Dies Morginet, da müsste schon echt eine Mörder-Kombo bei rauskommen. Und jetzt nicht unbedingt Benderbräu. Also, das ist jetzt nicht das Ding, wo ich 500 für ausgebe. Noch vier Stück übrig. Gucken wir mal. Mr. X Beaver. Und dann haben wir hier den Gaga-Ball. Oder? Was anderes noch? Flag Football. Ist auch geil. Nehmen wir mal Gaga-Ball. Gaga-Ball ist cool. Das ist richtig nice. Der würde. Das sind 34, aber nee, wir machen den Gaga-Ball. Wir brauchen den Sportbuff. So, oh. Ja, das hier war die Nacktseilziehen, die mir bei meinem ersten Account so wehgetan hat. Aber ich könnte. Hier, da komme ich ja direkt durch. Da komme ich direkt durch. Da hätten wir 20, 39, 44, 54. Ah, das reicht. Das reicht. Logge. Mr. X Beaver. Finished. 88. Autsch. Okay. Was kommt noch? Noch drei Stück. Ja, Mann. Ja, jetzt ganz schön weggeballert hier, ne? Also. C. Kirker. Und dann hätten wir hier den Jealous Bobby. Jealous Bobby und eine Tina. Und dann heilen wir die Tina. Und alles, was nebendran ist. Und dann machen wir hier noch eine Blurns Ball mit hinzu. Eine Bautanke Patriot Ale. Und ey, ich kann jetzt irgendwas spielen. Das ist eigentlich wurscht. Ich hätte jetzt auch die Automatik spielen lassen können. Ist egal. Glatte 100. Jawohl. Juhu. Ja, bidu-bu. Alles klar. Das ist eine glatte 100. Und jetzt haben wir noch zwei Stück übrig. Zwei Matches. Alles klar. Marcelo G34. Oh, ich sehe da was. Ich sehe da was. Bending School Grad is coming. Coming to get you. Roger. Und dann hätten wir den Chilimenü. XX. Und den hier nochmal 14, 16. 12, 14. 14, 16. Jumann. Ja, dann machen wir hier noch den Peter und dann könnten wir die Blurns ballern, aber brauchen wir nicht mehr. Also 98. Holy. So. Jawoll, Mann. Jawoll. Very, very, very nice. So. TH3 No N3. Ich mache jetzt erstmal den Peter. Ne? Und dann, ey, ich muss es machen. Ne? Wobei, das ist natürlich auch geil. Weil dann hätte ich nämlich, Moment, wir machen das doch so rum, weil hier habe ich ja den. Hier habe ich schon meine Combo Mastery. Mal eine Combo Mastery habe ich hier. Guckte mal da, meine Combo Mastery. Die Roboterverbindung. Jawohl. Combo Mastery.
Faustschlag 19. Auch nicht schlecht. So, und eine glatte 100 damit geholt. Damit haben wir auch dieses Match gewonnen. Jo. Dann gucken wir mal ganz kurz rein. Sind noch 8 Minuten zu spielen. Und hier haben 27 gekämpft und bei uns haben. Ja, gehen wir mal die Liste durch. Cuddly! What? Keine 1000! Ich bin überrascht. Normalerweise, also da. Nutty Nate. Bi, 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 bi. Drei Fuchs. Ililililil. Coole Namen hier. Bi, 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 bi. Gabriel, die, Zardos, Marunga und Manubaya. Quarkmüller, Stewie, Snorts. Dann komme ich. Ja gut, wir noch nichts mehr. Simal, Oshi, Kenberger, Andrelo, der X-Strike, The King, Magalow 500, Real, Hassknecht, Knuckster, Jesse, Blaze, Duterte, Dante, Mann, Tovelli, Alexander, Julian, Badass Charlene, Vietnam, Lord Universe, 21 Savage Player, der Vini, Cory, Petto, Albertus, Mark Foul, Nüsse 2, Hussein, Eisen, Zwerg, The Ruffy Traffy, Out to Rack und Lukas Nutsumi ist cool. Okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das für ihn. Aber er probiert's. 43. Nein, probiert's. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Was gibt's denn überhaupt zu gewinnen? Wenn es wieder heißt Animations Rowdown, See All Rewards. Mit mir, dem Herrn gleich. Was gibt's denn eigentlich zu gewinnen? Den Tok Toll. Toxic Shock. Super. Toxic Shock. Na gut, aber 2000. Toxic Shock. Das ist so. Du mal, selbst gemaxt, ja, sind die Werte Schrott eigentlich, ja, also vierfach crazed. Gut, ist eine Kombokarte, aber naja, besonders prickelnd ist das nicht. Da freue ich mich dann doch mehr tatsächlich hier auf die 700 Legendary Stones und hier die Combo Stones. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da. Macht's gut, bis dann und tschüss.